Der VDI-Kongress Plastics in Automotive Engineering besteht traditionell aus zwei Teilbereichen. Einmal den Vorträgen und zum anderen der Fachausstellung. Und hier habe ich mich etwas umgeschaut. HPF ist eine Division der Quarzwerke-Gruppe. Die Quarzwerke-Gruppe ist ein Tagebauunternehmen mit Sitz in Frechen bei Köln. Wir sind unterwegs im polymerbasierenden System. Das heißt, unsere direkten Kunden sind die Materialhersteller. Wir sind ein Füllstoffhersteller. HPF steht für High Performance Fillers. Und hier bei einer Automobilveranstaltung, welchen Fokus haben Sie da? Was ist das Thema, das Sie hier präsentieren? Für uns ist der Automobilbereich, beziehungsweise für unsere Füllstoffe ist der Automobilbereich eines der wichtigsten und auch gleichzeitig der innovativsten Anwendungsbereiche. Gleichzeitig sind hier unsere direkten Kunden, wie vorhin erwähnt. Also ist es für uns natürlich sehr gut, hier an dem Konferenz teilzunehmen, immer wieder, weil es ist ein Top-Plattform für Networking, aber auch um einen Blick zu haben in die Entwicklungen und auch für die zukünftige Entwicklung. Perfekt. Und welche Details dahinter stecken, das schaue ich mir jetzt bei Ihrem Kollegen an. Danke. Thorsten Hülgers, welche Innovationen präsentieren Sie hier für die Automobilindustrie? Ja, und zwar ist es so, dass ja in der Automobilindustrie das Thema Nachhaltigkeit, Recycling immer wichtiger wird. Und aus diesem Grund haben wir ein neues Produkt im Gepäck. Und zwar ist eines der größten Probleme beim Einsatz von Post-Consumer oder Post-Industrial-Rezyklaten ist einfach der Geruch, vor allen Dingen im Automobilinterieur, sodass wir einen Geruchsabsorber entwickelt haben, der den Geruch gerade in diesen Bereichen deutlich minimieren kann. Welche Zukunftsthemen stehen bei Ihnen auf der Agenda? Was kommt danach? An was entwickelt dann HPF? Ja, danach haben wir auch schon einige Ideen, die auch im Bereich Elektromobilität ihr Zuhause finden sollen. Und zwar geht es da zum einen um das Thema Wärmeleitfähigkeit, also Thermal Management, dass wir unsere Silatem-Produktreihe weiter noch entwickeln, um bessere Wärmeleitfähigkeiten in Verbindung mit besseren Fließfähigkeiten, zum Beispiel für Gapfiller, verbessern können.